So, herzlich willkommen zum Market Roundup. Hallo lieber Dustin, herzlich willkommen. Hallo Christoph, hallo zusammen. Liebe Clubmitglieder, liebe Gäste, willkommen zurück in einer neuen Woche mit der beginnenden Berichtssaison bei den Banken und wahrscheinlich auch schon mit ersten anderen Unternehmen. Dustin, was haben wir die Woche auf dem Zettel? Es ist einiges los. Berichtssaison geht wieder los, viel Bewegung an den Märkten. Ihr seht es, Bounce Back habe ich mal geschrieben. Positive Stimmung an den Märkten haben wir vor allem auch. Inflation ist nämlich so ein bisschen wieder auf dem Weg zur Normalität. Gucken wir gleich nochmal rein. Verhofft also ein stabileres wirtschaftliches Umfeld. Alle hoffen, dass die Rezessionen, die es gab oder nicht gab, je nachdem, wie man es definiert, hinter uns liegen. Wie gesagt, Kick-off, die Quartalszahlen. Die Banken haben wieder losgelegt, insbesondere die Banken. Die eine oder andere Airline, große Konzerne, Pepsi hat auch wieder Quartalszahlen vorgelegt. Delta Airlines schon dran gewesen? Delta Airlines war dran, positive Stimmung. Okay. Pepsi war dran, positive Stimmung. Die US-Banken, insbesondere JP Morgan, wieder mit Rekordgewinnen. Das heißt, Unternehmen liefern jetzt das nach, was der Kurs schon vorher gesehen hat und schon nach oben gelaufen ist, oder? Ja, es ist ja so ein bisschen die große Frage, die Unternehmen laufen wieder hoch. Wir haben ja immer dieses Zwei-Seiten-Spiel. Wir blicken eigentlich bei den Zahlen immer auf die Vergangenheit und handeln doch irgendwie die Zukunft. Und gerade sehen wir ja relativ hohe KGVs am Markt. Und da müssen jetzt eigentlich so langsam Gewinne nachziehen, die aber teilweise wieder in der Zukunft liegen. Wir gucken aber ein bisschen auf die Vergangenheit. Und alles zusammen gibt dann den Mix des Kurses, den wir haben. Grundsätzlich sehen wir aber, einen positiven Start. Mal gucken, ob die Woche so positiv bleibt. Es geht ja jetzt erst richtig los. Und gucken wir gleich nochmal drauf. Wir gucken heute noch auf künstliche Intelligenz. Baidu, Bard, ChatGPT, viele Namen. Wir gucken mal, wer vielleicht die Krone bekommt. Wir werfen heute einen genaueren Blick auf Baidu, die mit ihrem Ernie-Chatbot, kann man sagen, gerade versuchen, Google und insbesondere ChatGPT einzuholen. Von sich selber auch sagen, sie haben es geschafft und sogar übertroffen. Aber da werden Ernie wir gleich noch mal drauf gucken. Ernie, genau. Ich überlege mal an Ernie und Bert und Ernie und Bart. Okay, also für alle, die heute zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen. Und wie immer machen wir einmal in der Woche hier das große Roundup, um sich von den Märkten, über die Märkte zu informieren. Für mich ist das selber gerade aktuell auch echt spannend, weil wir natürlich darüber, oder ich darüber auch ein Update kriege, weil ich das halt viel im Code hänge, viel programmiere. Und deswegen kriege ich einmal die Woche wenigstens hier mein Update. Carlos war gerade noch mal drin und wollte wissen, wie die Box läuft. Ich glaube, ich weiß nicht. MTX ist gerade, genau. Ah, deswegen. Ja. MTX, sollen wir das mal kurz durchgeben. MTX ist gerade, genau. Genau. Und dann leg los, Dustin. Genau. Wir starten immer mit einem kurzen Blick auf den DAX und das machen wir heute wieder. Wir sehen, es gibt wieder so eine kleine Information nach oben. All die Trader wissen es ja auch, insbesondere die Marke 16.000, 16.400, das ist alles gerade so ein bisschen im Rennen und das haben wir auch in der Woche halt gesehen, muss man sagen. Viel positives Momentum, wenig getrieben eigentlich aus Wirtschafts- und Inflationsdaten aus Deutschland raus, sondern wirklich viel Abhängigkeit auch aus den USA. Eine positive Woche, wie gesagt, Inflationsdaten waren mal wieder auf sehr, sehr tiefen Niveaus. Gucken wir uns gleich in dem USA-Markt an, aber auch im DAX haben wir halt dieses positive Momentum dadurch bekommen. Die Zahlen sind Dienstag rausgekommen, Mittwoch haben wir diese sehr positive Kerze und Freitag war wieder so der Kampf, sehr technisch gesehen, sehr charttechnisch auch gesehen, um diese 16.000-Punkte-Marke. Und diese Woche haben wir es ja gesehen, wir hatten gestern auch wieder ein relativ positiven Start, positives Momentum, trotz eher schlechter Daten aus China raus und das war so ein bisschen auch am Mix der einzelnen Unternehmen dann in den Märkten zu sehen. Wir gucken nochmal auf die USA und auch da sehen wir diesen sehr, sehr positiven Kerzen- oder Chartschwank nach oben. Es lag daran, dass das CPI, also der Konsumerpreisindex in den USA, insbesondere die Kernrate, die ist gesunken, deutlich mehr gesunken, als man gedacht hat, aber auch die normale Inflationsrate ist auf 3% gesunken im Juni und damit denkt man ja auch gar nicht so weit entfernt von den 2%, die man eigentlich anstreben möchte. Das ist auch genau richtig. Die Frage ist halt nur, wie einfach und schnell werden wir diese letzten Prozente hinbekommen. Das ist wahrscheinlich nicht mal so in Kürze gemacht. Wir haben momentan sehr positives Momentum auf die Inflationsrate durch sehr stark fallende Energiepreise, also die drücken wirklich die Inflationsrate deutlich nach unten. Das sieht man auch daran, dass die Kerninflation noch höher liegt, die liegt so bei 4,8% im Vorjahresvergleich und
da sieht man, dass man auch nicht ganz bei diesen 3% ist. Trotz dessen sind beide Zahlen halt unterhalb der Erwartungen gewesen. Und damit häuft sich die Hoffnung, dass es das mit den Zinsanhebungen war oder zumindest nach der nächsten gewesen sein könnte. Aktuell wetten immer noch 92% der Anleger auf eine US-Zinserhöhung im Juli. Das heißt, eine sollte noch kommen. Und danach hofft man aber, wie gesagt, dass die Zinserhöhungen erstmal in der Vergangenheit liegen. Dementsprechend war auch die Notenbank-Sitzung in Kanada und damit auch der Zinsanstieg um 0,25% so ein bisschen im Hintergrund und gar nicht mal so wichtig. Und das sehen wir auch in dieser Woche ein bisschen schwankend, weil man dann doch teilweise sehr explosive Kurssteigerungen hatte. Aber wir sehen ein sehr, sehr positives Gesamtbild, trotz dieses Kampfes am Freitag, der teilweise gewonnen, teilweise verloren wurde, wie wir es an den Kerzen sehen. Aber ja, auch die Anleihen waren im Schwung, sind aber letztendlich im Wochenverlauf gefallen, weil auch dort antizipiert wird, dass die Zinsen halt in Zukunft wieder sinken werden. Dow Jones war ja tatsächlich jetzt seit 5 Wochen, hat jede Woche immer eine runter, eine hoch, eine hoch und immer hat sich alles wie so eine Zahnpasta aneinander gereiht, schwarz-weiß-schwarz-weiß oder rot-weiß-rot-weiß, je nachdem, auf welche Farben man auf Charts guckt, aber letzte Woche dann sehr stark positiv geschlossen und jetzt ist natürlich diese Woche die große Frage, wenn man jetzt mal da nach oben anschließen würde mit einer schönen grünen Wochenkerze, dann wäre dieser Widerstand endlich mal durchbrochen und technisch würde es endlich mal wieder ein bisschen nach oben gehen. Ja genau, ich gehe nochmal ganz kurz zurück und das sieht man sehr, sehr schön halt, wie diese Reihe in den letzten, ja schon fast im letzten halben Jahr immer mal wieder nach oben und unten verläuft. Ja. Und dann sieht man mal im Vergleich, wie doch es aber beim Nasdaq und beim S&P 500 war, insbesondere verstärkt aber beim Nasdaq, weil man einfach sieht, was für eine Zinssensibilität da an diesem Index hängt. Ja. Und der ist jetzt hier mit 30-40% seit Jahresbeginn wirklich deutlich, deutlich stärker im Plus als der Dow Jones. Dazu muss man aber sagen, dass der natürlich auch deutlich weiter im Minus war, weniger weit im Minus war. Ja. Und da spiegelt sich auch genau wieder das Bild wieder, ja, was wir in der Zinspolitik gerade sehen. Gehen wir nochmal nach Asien rum und widmen uns nochmal dem Hang Seng und auch dem Nikkei. Und da kann man eigentlich zwei Sachen zu sagen. In China herrscht weiter Angst. Wir haben es gestern gesehen, die Wirtschaftsdaten aus China waren nicht gut. Keine guten Prognosen, kein gutes Wachstum, was da prognostiziert wird. Man sieht immer mehr, dass der Konsum sinkt, aber auch der Immobiliensektor, halt das Gesamtland einfach im Wachstumsmomentum ein bisschen nach unten zieht. Und also man muss dazu sagen, dass es wächst, aber es wächst nicht mehr so schnell. Es wächst halt nicht mehr so, wie man das von China gewohnt ist, kann man sagen. Und damit verharren wir auch da in so einer Position. Und wir haben es gestern auch übrigens bei den Luxuskonzernen gesehen, unter anderem. Die sind alle ein bisschen gefallen. Es gab auch Quartalszahlen von Richemont, einem der großen Konzerne, gucken wir uns gleich an. Die waren nicht ganz so positiv, aber halt auch weniger positives Wachstum aus China trifft die Konzerne dort sehr stark, weil man dort halt einen großen Markt hat und Luxus in China immer einen hohen Stellenwert hatte. Im Nikkei sieht man ein ähnliches Bild, auch da sind wir gefallen. Da lag es aber weniger daran, dass auch die Aktien irgendwie schlecht gelaufen sind, sondern da lag es einfach daran, dass der Yen mal wieder stärker geworden ist. Und wir haben ja davor die Wochen, Monate immer gesehen, wie stark der Nikkei doch gestiegen ist. Das lag insbesondere am schwächelnden Yen. Jetzt ist er ein bisschen zurückgekommen und damit sehen wir auch, dass da der Gesamtmarkt wieder ein bisschen gefallen ist. Viel mehr dazu gibt es auch nicht zu sagen auf Wochenebene. Wir sehen auch hier dieses Hoch und Runter. Die großen Tech-Konzerne in China sind immer mal wieder im Straucheln. Wir haben immer wieder einzelne positive Daten, auch von Alibaba, aber im Gesamtkontext kämpft der Markt da einfach mit dem Konsum und dort hofft man einfach, dass sich dieses positive Wachstumsmomentum in Zukunft wieder einstellt. Das war's zu den Gesamtmärkten. Wir blicken nochmal auf die News der Woche. Was war so los an Einzelaktien-News, an Einzelaktienwerten? Und die immer dabei sind, werden es kennen. Wir starten mal wieder mit Nikola. Der eine oder andere wird sich fragen, wie oft kommt denn Nikola eigentlich noch hier? Ja, es gab wieder neue News. Kann man so sagen, es gab diesmal eine Förderung der effizienten Wasserstoffversorgung. Und bei Nikola muss man sagen, die liegen fast so am Boden, dass jede positive News zu einer wahnsinnigen Kursexplosion führt. Wir hatten letztes Mal 40%, jetzt haben wir wieder 60%. Und, aber gestern ein Zockertitel. Es ist definitiv ein Zockertitel, kann man so sagen. Die sind auch auf niedrigen Niveaus, aber mausern sich gerade halt durch diese ein oder andere positive Nachricht wieder nach oben. Bisschen überraschender war es dann noch bei About You. Online-Modehändler quasi hier aus Deutschland, der hat die Markteinschätzung deutlich übertroffen. Und es gab einen positiven
Gewinn, einen positiven Quartalsgewinn. Zwar gab es einige Sondereffekte, aber man lag doch deutlich über den Markteinschätzungen. Unerwartet gute Profitabilität. Die Aktie ist um ganze 42% gestiegen und hat auch andere Online-Modehändler mitgezogen. Also auch Zalando-Aktie ist im gleichen Momentum um 15% gestiegen. Also vielleicht ein ganz positives Momentum dort für den Gesamtmarkt. Immerhin besser, als man gedacht hat. Wir haben ja ähnliche Sachen auch bei H&M so in den letzten Monaten gesehen. Also man setzt da doch teilweise auf preiswerte Geschäftsmodelle. Also zwei Trends, die da so wahrscheinlich sich hier gerade vereinen. Das eine ist, grundsätzlich war der E-Commerce-Trend ja oder E-Commerce allgemein nach Corona erstmal natürlich verwöhnt mit krassen Wachstumszahlen und auch Umsätzen erstmal wieder ein Stück zurückgekommen. Und gleichzeitig über Rezessionsängste und so weiter, man guckt wieder mehr aufs Geld, haben so H&M, About You, also alles, was so Marken sind, die ein bisschen günstiger sind, wo man aber trotzdem Trends und Mode setzen, kaufen kann. Und das kommt gerade so ein bisschen zusammen, hat man das Gefühl, bei H&M auch und hier bei About You auch, dass man diese beiden Trends so ein bisschen vereint. Man kommt aus dem Loch ein bisschen raus und dann aber noch viel stärker, weil man das richtige Segment bespielt. Man kann ja sagen, und das trifft ja bei vielen dieser alten Wachstumstitel alt in Anführungszeichen zu, weil viele halt sehr stark auf Wachstum gesetzt haben. Jetzt hat man gesehen, hey, das Momentum hält nicht so an. Wir shiften rüber zur Profitabilität und das ist natürlich ein großer Gewinn, wenn man es dann wirklich schafft, auch profitabel zu sein. Und das wird dann vom Markt aktuell sehr stark positiv gewertet und ist auch so ein bisschen die Bestätigung eigentlich des Geschäftsmodells und der ursprünglichen Hypothese, erst zu wachsen und dann Gewinne zu erzeugen. Auch Coinbase hatte einen sehr positiven Anstieg, diesmal auch ein bisschen weniger auf die einzelne Aktie gemünzt, aber es gab ja immer wieder diese Diskussion rund ums Thema Ripple und auch um andere Kryptowährungen. Sind es nun Wertpapiere, sind es keine Wertpapiere, sind es wirklich Währungen und. Es kam ein Gericht quasi in den USA, das zumindest, oder ein Richter das gesagt hat, der gesagt hat, er könnte sich zumindest vorstellen, dass es doch kein Wertpapier sein könnte. Und damit ist die Währung an sich explodiert und somit auch die Aktie von Coinbase. Bisschen weniger spektakulär, zumindest in Aktienbewegung, war da das Momentum von Microsoft. Auch da gab es mal wieder Neuigkeiten zu dieser Übernahme. Die haben wir ja auch schon öfter mal diskutiert. Gerade scheint es doch wieder, dass eine Übernahme funktionieren könnte und damit natürlich auch die Aktie von Microsoft stärken würde. Insbesondere, weil man endlich mal dieses Thema der Übernahme auch hinter sich hätte. Wir haben aber noch ein paar mehr News, weil es ja wirklich einiges los. Rheinmetall, ja, immer mal wieder auch hier gerade im Fokus, hat wieder einen Rahmenvertrag, diesmal über neue Lieferungen von neuen Fahrzeugen geschlossen. Hat ja auch immer wieder mal News zu Fabrikbau in der Ukraine gegeben und gerade die Aktie weiterhin, also ein ziemlich positives Momentum und ist auch nochmal um 3% gestiegen. Und ich habe es gerade eben angesprochen, Richemont hat Zahlen geliefert. Die waren leider ziemlich enttäuschend, insbesondere weil man das Wachstumsmomentum verfehlt hat. Man hat eigentlich so einen kleinen positiven Wachstumstrend eigentlich gerechnet. Jetzt kam ein bisschen China dazu. Auch in Nordamerika ist es gerade rückläufig, insbesondere das Uhrensegment, das schwächelt, weil es nicht so sehr wächst, wie man sich das vorstellt. Und die Aktie ist um 9% gefallen und hat damit auch so ein paar andere Luxuskonzerne, ja, teilweise 2-3%. Wer jetzt denkt, die Luxusgüterbranche, da kann ich nur allen Aktienclubmitgliedern empfehlen, sich nochmal die Aktien, Investmentwerkstatt anzugucken zum Thema Luxuskonzerne. Rückläufe bei diesen Aktien sind grundsätzlich auf alle Fälle Gelegenheiten. Das heißt nicht, dass man sofort in Richemont einsteigen muss, aber sich die Aktie auf alle Fälle mal anzuschauen. Denn fundamental gesehen, auf viele Jahre gesehen, haben diese Konzerne sehr schöne Wachstumskurven gelegt. Und wenn diese Unternehmen, die ja grundsätzlich sehr hoch bewertet sind, mal zurückkommen, hat man vielleicht mal eine Einstiegschance. Also guckt euch das gerne mal ein bisschen genauer an. Genauso macht ihr das. Wir geben noch ein kurzes Update zu den Aktien, die ihr hier auswählt, die wir dann kaufen in unserem Demo-Muster-Papierdepot, kann man so sagen. Mitgliederdepot. Nichts Papier, das sind Mitglieder. Alle habt ihr entschieden, was da drin ist. Letzte Woche haben wir uns dazu entschieden, Royal Caribbean dazu zu kaufen, aus einem der Kreuzfahrtwerte, die wir dazu gekauft haben. Ist nicht viel passiert in dieser Form. Kann man eigentlich die Marktbewegung hier mitverfolgen. Also die Tech-Werte
weiter positiv. Auch teilweise jetzt MGM, also setzt so ein bisschen wieder auf die Erholung der Wirtschaft. Große Casino-Kette, die wir ja auch besprochen haben, mittlerweile 11% im Plus. Und ja, wer es hier sieht, LVMH ist auch drin. Wir haben gerade über das Thema Luxuskonzerne gesprochen. Und die sind trotz des Rückgangs, den es hier gab, da um 3,5%, trotzdem noch 20% seit unserem Kauf vorne. Und der Kauf war, ja, man kann es sagen, so im Mitte Dezember, wo wir hier zugeschlagen haben. Also weiterhin sehr, sehr spannend und ja, da lohnt sich vielleicht gerade mal wirklich ein Blick hinter die Kulissen bei Richemont. Genau, 45.000 haben wir noch zu vergeben. Genau, wir haben noch ein bisschen was. Wo soll die Reise heute hingehen? Weißt du? Wo möchtest du uns heute hinführen? Heute werfen wir einen Blick auf Baidu und der eine oder andere kennt Baidu vielleicht, der andere dem sagt es eher nichts oder kann nicht genau differenzieren, ja, was ist das denn jetzt, dieser großen Technologiekonzerne? War es E-Commerce, war es Cloud, war es vielleicht doch ein Mix? Am Ende machen sie ja irgendwie alles so ein bisschen. Baidu aber ist ganz klassisch die chinesische Variante von Google, kann man so sagen. Während Google mittlerweile ja verboten ist in China, ist Baidu die Internetsuche, hat einen Marktanteil von 70-80%, ist aber auch in den Bereichen Cloud Computing und insbesondere auch künstliche Intelligenz tätig. Nach eigenen Aussagen seit 2010 Milliarden investiert, hunderte von Doktoranden, die da permanent in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Und ja, es gab immer mal wieder News, man hatte sehr starke Wachstumszahlen, insbesondere bis zum Jahr 2015, 16, 17, 18. Und ja, in den letzten Jahren ist es so ein bisschen mit diesem gesamtchinesischen Momentum etwas zum Erliegen gekommen. Die großen Tech-Konzerne wurden ja auch etwas stärker reguliert. Man hat es weniger stark gefördert, dass die so dieses positive Momentum haben. Dann kam noch Corona dazu und irgendwie hat man sich noch nicht ganz so rausgemausert. Jetzt möchte man das aber wieder tun. Ich habe es gerade eben mal angesprochen, es gab News dazu, wie sich der Baidu-Chatbot, in dem Falle halt Ernie, im Vergleich zu ChatGPT geschlagen hat. Da gucken wir aber erstmal gleich drauf. Vorher wollen wir doch nochmal so ein bisschen auf die Gesamtunternehmenspolitik gucken. Und zwar ist Baidu ja 1999 bis 2000 ungefähr gegründet worden. Ein ja, Konzern, der insbesondere wie Google eigentlich auf Technologie basiert, dann aber viel, viel Geld mit Werbung halt verdient. Man hat währenddessen auch nochmal so einen kleinen Internet-Streaming-Dienstleister gegründet und dann auch an die Börse gebracht. EQEYE heißt der und das ist quasi so das chinesische Netflix. Also hier haben wir chinesisches Google, chinesisches Netflix. Während Baidu ungefähr 53 Milliarden Dollar wert ist, ist EQEYE ungefähr 5 Milliarden Dollar wert. Baidu gehören davon noch 50%, 90% der Stimmanteile und ja, das ist so ein bisschen, sind so die zwei großen Bereiche, in die zumindest Baidu sein Geschäft unterteilt. Und wenn wir uns das Ganze mal angucken, dann sehen wir, dass wir ungefähr einen Umsatz von 4,5 Milliarden Dollar im letzten Quartal erzielt haben. Einen positiven Gewinn von 848 Millionen Dollar. Damit aber tatsächlich noch deutlich unter den besten Jahren liegen. Also man sieht hier, Umsatzwachstum ist positiv, die Margen verbessern sich gerade wieder. Das heißt, wir haben ein positives Momentum, man senkt Kosten, man schafft es wieder so ein bisschen zu wachsen, aber man kämpft trotzdem noch damit, dass man ja eigentlich in den letzten Jahren etwas stagniert ist in seinem Wachstum. Und das lag unter anderem auch an ja, starken Korrekturen, was die eigenen Investments betrifft. Also wir kennen das ja von Tencent, von Alibaba. Man hat seine Finger eigentlich in vielen anderen Unternehmen rund um Asien. Bei Baidu ist es insbesondere auch Didi, die ja mit dem chinesischen Uber quasi bekannt geworden sind. Da ist man investiert, man ist in verschiedene Immobiliengesellschaften investiert und ja, da musste man in den letzten Jahren einige Wertkorrekturen vornehmen. Also die Investments waren einfach nicht mehr so viel wert wie zu dem Zeitpunkt, als man sie gekauft hat. Der chinesische Aktienmarkt ist wieder zurückgekommen und das ist auch auf die Gewinne geschlagen und die mussten oftmals genau um diese außerordentlichen ja, Momentum oder dieses außerordentliche Momentum korrigiert werden. Jetzt hofft man aber, dass das so hinter einem liegt und man wieder in Richtung Zukunft blicken kann. Und das zeigt halt, dass man hier wieder profitabel ist. Man hatte zwischendurch mal eine Zeit, wo man auch keine Profitabilität deutlich ausweisen konnte, also keinen Gewinn ausweisen konnte. Und ja, nun versucht man wieder nach vorne zu blicken. Man kann das so ein bisschen sich angucken, wie es in den letzten Geschäftsjahren war. Da war insbesondere EQEYE auch
dafür verantwortlich, dass man starke Verluste erzielt hat. Jetzt hat man da auch so eine gerade so eine Profitabilitätsgrenze irgendwie wieder erreicht. Man wächst aber nicht oder nur kaum. Etwas spannender sieht es tatsächlich in dem klassischen Suchgeschäft aus, wie wir es von Google kennen. Da hat man Margen von über 50% und trotz Entwicklung ist das eigentlich so ein bisschen die Cash-Cow des Unternehmens und man möchte auch hier ja weiter in andere Märkte vordringen. Eine Frage noch, genau. Wir sehen hier den Vergleich bei der Entwicklung Q1 23 zu Q1 22. 10% Umsatzwachstum. Oben die Zahlen stand Q1 2023. Sind das die Umsatzzahlen von einem Quartal oder von einem Jahr? Nee, von einem Quartal. Also okay, immer also Q-Zahlen sind quasi wirklich die Quartalszahlen. Okay, das heißt, wir haben ungefähr, wenn man jetzt einfach überschlägt, rund 20 Milliarden vielleicht Umsatz im Jahr. Da ist eine Marktkapitalisierung von 53 Milliarden, aber klingt jetzt gar nicht so teuer bewertet erstmal so, wenn ich mal nur auf den Umsatz gucke. Genau. Also wir haben im letzten Geschäftsjahr 2022 18 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, aber wir sind halt stagniert in den letzten Jahren. Also ungefähr war das auch der Umsatz, den man so 2018 schon erzielt hatte. Und da sieht man, dass natürlich dadurch wenig Wachstumsfantasie in den letzten Jahren da war. Wir sehen, das KGV ist mit 25 immer noch relativ hoch und man möchte halt nun wieder Gewinne erzielen, wieder weiter wachsen, insbesondere über diese KI-Technologien. Ich habe es gerade eben angesprochen, man ist seit 2010 eigentlich sehr aktiv in dem Markt und eigentlich hofft man, dass man jetzt so ein bisschen wieder in dieses Momentum starten kann und auch da ein bisschen positiven Wind vom Markt bekommt. Ich gehe mal eine weiter, denn das ist das, worauf Ernie oder Baidu sich beruft, wenn man diesen Vergleich zwischen ChatGPT, zwischen Bard und in dem Fall auch Ernie jetzt hier mal in Betracht ziehen kann. Was als erstes auffällt, das ist natürlich eine chinesische Quelle, also China Science Daily hier. Und man muss auch sagen, dass die Ergebnisse, die hier oben stehen, sich auf größtenteils auf Lösungen im chinesischen Sprachgebrauch beziehen. Das heißt, es geht einfach um chinesische Sprache und hier geht es nun mal um Sprachmodelle und da ist Ernie halt besser gewesen laut diesem Magazin in verschiedenen Bereichen. Man sieht hier diese Scores besser als ChatGPT und teilweise auch besser als GPT-4, also die neue Variante von ChatGPT. Und ja, das ist so ein bisschen das, worauf man jetzt sagt, hey, wir haben so lange dran geforscht, jetzt kommen wir nach außen, jetzt stellen wir uns vor, es gibt jetzt Beta-Versionen, ihr könnt es jetzt testen und ja, man kann jetzt sagen, natürlich, ein chinesisches Magazin wird immer auch ihren eigenen Bot nach vorne stellen. Der Markt war jetzt nicht ganz so aus dem Häuschen, muss man sagen. Das liegt einfach daran, dass man vielleicht nicht auch auf noch einen chinesischen Klon, will ich jetzt nicht sagen, aber nicht noch ein chinesisches weiteres Modell gesetzt hat. Aber aus chinesischer Sicht ist es natürlich etwas, worauf man sich berufen kann und worauf man jetzt weiter aufsetzen möchte, um zu wachsen. Und das ist generell schon positiv, denn das Modell funktioniert, das kann man eigentlich so sagen. Also alle Tests, die es so gibt, sagen schon, das ist ein funktionierendes Sprachmodell. Es ist vielleicht nicht ganz so gut aus unserer Brille wie jetzt ChatGPT oder GPT-4, aber ja, trotzdem ein positiver Schritt in Richtung Technologie nach vorne. Genau, die große Frage ist, kann man das jetzt eben auch in weiteres Wachstum, Umsatz, also Gewinnwachstum, Profitabilität umwandeln in der nächsten Zeit? Genau so ist es. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Pro- und Kontraliste und da kann man das so ganz gut sich eigentlich einordnen. Also wir haben auf der Pro-Seite einen führenden Anbieter von künstlicher Intelligenz, das kann man so sagen. Das hat man sich natürlich auch sehr stark jetzt gerade im Momentum auf das Branding, auf die Marke geschrieben. Aber man hat in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel Geld und Kapital auch in diese Spracherkennungsmodelle, in maschinelles Lernen investiert. Man ist der größte Suchmarkt in China, man hat einen Marktanteil von 70-80% und man ist in vielen Bereichen tätig. Also man hat, wie gesagt, diese Streaming-Dienste, man hat E-Commerce, wir haben Online-Werbung, wir haben Internet-Dienste im Generellen, Apps und. Also es ist ein breit aufgestellter Konzern. Auf der rechten Seite haben wir natürlich auf der Kontraseite immer wieder das Thema der chinesischen Regierung, der chinesischen Regulierung und dem muss sich Baidu auch immer wieder unterwerfen. Also man kann sich schon vorstellen, warum Google zensiert ist. Tatsächlich auch die zensierte Version von Google wurde ja am Ende komplett aus China ausgeschlossen und bei Baidu gab es immer mal wieder Informationen, dass Daten gesammelt werden, dass es zu Überwachungszwecken genutzt wird, für Propagandazwecke. Es gab da mal eine Zeit lang diese spannenden Vorfälle, wo man diese
Haftlager eigentlich nur über Baidu finden konnte, indem sie ganz komisch zensiert waren in diesen Satelliten- oder Bildaufnahmen. Also da wird schon was mit dran stecken. Man kennt das von den großen Konzernen und das kann potenziell natürlich immer wieder das Wachstum auch bremsen, wenn man da einfach nicht d'accord ist mit der Regierung. Und das sind auch so ein bisschen die Negativpunkte. Grundsätzlich, wie gesagt, hatten wir in der Vergangenheit ein relativ stagnierendes Wachstum. Jetzt aber die Hoffnung, dass man in Zukunft wieder dort ausbrechen kann, insbesondere mit dem Momentum der künstlichen Intelligenz, weil man das halt wirklich mit in seinem Namen verbunden hat. Das zum Thema Baidu. Ihr kennt das wie sonst auch. Wir machen immer mal wieder eine kleine Abstimmung. Heute in einer kleinen Besonderheit, Christoph. Ich übergebe mal dich als Abstimmungsmeister. Ich habe jetzt hier Baidu erstmal mal das ins Mitgliederbild kaufen wollen. Das habe ich als erstes jetzt eingestellt. Das könnt ihr schon mal, wählen. Das heißt, ihr könnt ausfinden, könnt abstimmen. Kaufen wir das ins Mitgliederdepot rein? Speziell natürlich heute erstmal, weil es eine asiatische Aktie ist. Ich glaube, es ist die erste, die wir im Mitgliederdepot haben. Bis auf die japanische hast du mit dabei gehabt. Genau, asiatische hatten wir dabei. Asiatische hatten wir schon, aber noch keine chinesische Aktie. Also da ist die Frage auch eine Art der Diversifikation auf alle Fälle. Genau so ist es. Wir gehen nochmal einen Schritt weiter und gucken uns die nächste Woche an. Und es ist einiges los, kann man sagen. Bank of America ist noch so ein bisschen der letzte Bankenstrang mit Morgan Stanley. Wir haben Novartis, wo es ja auch immer wieder News über Übernahmen jetzt gab. Dann geht's los mit Streaming, Netflix. Wir haben Technologie, also ASML, wir haben Tesla, wir haben noch weiter Airlines, TSMC, also viel Chip, viel Technologie. Johnson & Johnson, also die Pharmabranche, ist auch mit dabei. Dann gibt es am Freitag ja noch weitere Finanzdienstleister, American Express, die ja zuletzt sehr gute Zahlen geliefert haben, und da bleibt es einfach weiter spannend, weil man sieht, es wird nicht nur eine Branche jetzt so langsam mit Quartalszahlen eröffnet, sondern es ist wirklich jetzt der breite Markt, und das wird, glaube ich, viel Momentum im Markt dann auch auslösen können. ASML und TSMC wird dann Halbleiterbereich, wird dann sicherlich auch schon mal ausstrahlen auf die anderen Chip-Hersteller, Intel und AMD, die wahrscheinlich dann später noch kommen. Bin ich auch mal gespannt, was da so die Neuigkeiten sind, und ob Intel langsam durchs Tal durchkommt oder wie es da weiter aussieht. Absolut. Es gibt noch ein paar Wirtschaftstermine. Und zwar gibt es weitere Daten zur Inflationsrate in Großbritannien und auch in der Eurozone. Frau Lagarde, die ja auch immer mal wieder spricht, in der FED-Raum wird man sich wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten bis zum nächsten Zinsschritt in der nächsten Woche. Und auch Erzeugerpreise stehen noch im Fokus. Also einiges, was nächste Woche oder diese Woche noch ansteht. Damit sind wir auch am Ende, und an der Stelle nochmal der Hinweis: Am Donnerstag findet quasi unser neues Format auch statt, die Aktienwerkstatt. Da werden wir Unternehmen mal genau unter in der Lupe nehmen, in einem Bewertungsschema das Ganze live zusammen mit euch anwenden, und da könnt ihr natürlich auch mal gerne Fragen dazu stellen. Genau, ansonsten am Donnerstagabend dann auch wie immer ab und an zeigen wir auch mal die Großwelt der Aktien-Webinar, wer noch nicht gesehen hat, die E-Mail noch nicht bekommen hat. Freuen wir uns auch auf rege Teilnahme. Auch da werden wir das auch nochmal anwenden. Genau. Die Aktien, ich weiß gar nicht, wählen wir die dann am Donnerstag live aus einem Pool? Ja, also das Momentum ist schon, dass wir auch hier natürlich euch mehr mit einbeziehen wollen, welche Aktien wir da immer mal wieder in diesem Bewertungsschema anwenden. Wir haben da viel Flexibilität, wir sind live dabei, wir können da viel ausprobieren gemeinsam, ihr natürlich dann auch in Eigenregie, aber das werden wir dann auswählen, Christoph. Perfekt, sehr gut. Genau. Wir haben noch eine oder andere Frage gehabt. Hans hat noch gefragt, was ist mit Upstart? Die haben gestern, habe ich auch gesehen, 14-15% Plus gemacht, teilweise auch so ein positives Momentum, nachdem ja sehr viel negative News rund um die Aktie kam, gab es ja letztes Mal zu den Quartalszahlen ganz positive News, dann wahrscheinlich auch jetzt Marktmomentum, und wir kennen das Momentum vom Short Squeeze teilweise ja auch, das heißt, wenn viele Leute doch pessimistisch sind und dann doch unerwartet positive Nachrichten kommen, wir haben es in der gesamten Bankenlandschaft ja auch gesehen, dann kann das so eine Aktie auch mal nach oben ziehen. Wenn die Zahlen dann da rauskommen, dann können wir da auch gerne nochmal einen Blick drauf werfen. Sehr gut. Also die Woche ist noch einiges los. Wir sehen uns am Donnerstag eventuell in der neuen Aktienwerkstatt für alle Aktienclubmitglieder oder danach im Webinar zum Thema Investieren in Aktien. Auf alle Fälle Donnerstag ist der Aktientag diese Woche. Wer dabei sein möchte, bis dahin. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.